Bin ich eigentlich die Einzige, die nicht die ganze Vorweihnachtszeit freudestrahlend durch die Gegend läuft? Sicher nicht. Nur weil Weihnachten ist, können wir uns ja nicht alle auf Knopfdruck freuen. Für Freude braucht es einen Grund und der will uns manchmal einfach nicht einfallen. Weißt du, in welcher Zeit teilweise wirklich große Freude herrschte? In der Zeit, als Jesus auf der Erde gelebt hat. Da hatten die Leute wirklich großen Grund, sich zu freuen. Und weißt du auch warum? Weil sie erlebten, wie mächtig Jesus Christus ist und wie liebevoll er sich um die Menschen kümmert. In den Evangelien in der Bibel kannst du nachlesen, wie Jesus Kranke heilte, Blinde sehend machte, dafür sorgte, dass Lahme sogar gehen konnten und auch Tote wieder auferweckte. Da war die Freude sicher riesengroß. Zum Beispiel bei dem blinden Mann, der als Bettler lebte und sicherlich ein sehr trostloses Leben führte. Als er eines Tages hörte, dass Jesus in der Nähe war, nutzte er seine Chance und schrie so laut wie möglich, um Jesus auf ihn aufmerksam zu machen. Als Jesus ihn dann fragte, was er von ihm wollte, nannte der Blinde ihm natürlich seinen größten Wunsch. Ich möchte wieder sehen können. Und Jesus heilte ihn tatsächlich. Und dann kannst du in der Bibel nachlesen. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und pries Gott. Und auch die ganze Menge, die dabei war, pries Gott. Da war die Freude wirklich riesengroß. Aber was denkst du, worüber freuten sich die Leute eigentlich? Darüber, dass sie einen ganz besonderen Menschen kennengelernt hatten. Darüber, dass sich das Leid auf der Erde wenigstens ein bisschen verbessert hatte. Jesus war nicht gekommen, um als der Wunderheiler in die Geschichtsbücher einzugehen. Er wollte den Menschen viel mehr geben. Einen Sinn für ihr Leben, eine Möglichkeit, ihre Schuld loszuwerden und die Freude, eine Beziehung zu Gott zu haben. Im Neuen Testament hat der Evangelist Johannes aufgeschrieben, warum er über die Wunder Jesu berichtet hat. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Wenn dir in der ganzen Weihnachtszeit nichts einfällt, worüber du dich freuen könntest, dann überleg dir doch mal, ob Jesus Christus nicht auch für dich ein Grund zur Freude wäre. Du kannst ihn wirklich kennenlernen und dann verspreche ich dir, wird deine Freude grenzenlos sein.